Nee, immer nur als Kopfvariante. Es fängt dann noch so mies an zu regnen hier. Mega unnötig. Da! Da ist noch einer. Und noch einer. Ja gut. Nehmen wir den halt. Ist jetzt im Endeffekt gerade egal, ob ich jetzt hier den Rancher nehme oder den. Aber das Ding kann ich nicht auf das Schiff fahren. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich von hier am besten wieder zurückkomme. Ich könnte natürlich einfach über die Gleise fahren. Ich glaube, das machen wir sogar. Ja, und jetzt kommt mir auch ein Ranger vorbei. Also das ist ein Ranger, aber jetzt habe ich gerade den Tanker. Also ist auch wurscht, welchen ich nehme. Aber den findet man auch so noch. Also da steht wieder einer und noch einer. Also hier ist es noch einer. Jetzt ist alles voll damit. Aber wir fahren jetzt erstmal nach den Tanker zum Schiff. Oder Tanker, oder wie auch immer. Fahren wir einfach über die Gleise, weil die kommen ja direkt dort vorbei, wo ich hin will. Und das ist der einfachste und verkehrsberuhigteste Weg, würde ich sagen. Na, wir wissen jedenfalls jetzt, wo viele Rancher rumstehen. So, das Ding ist natürlich schnell wie sonst was. Vor allem auf den Gleisen. Ja, jetzt sind wir gleich schon da. Aber die muss ich dann halt mit dem Kran irgendwie hieven. Oh, es wird aber knapp oben. Na, geht. Ist noch Platz, ein guter Meter oder so. Stell mal vor, du fährst mit dem Zug als Zugführer und plötzlich kommt dir ein LKW auf den Gleisen entgegen. What the fuck? So, den machen wir mit dem Kran. Das tue ich mir nicht an, den da hochzufahren. Gucken, was das Ding wert ist. Das müsste eigentlich viel wert sein. 100.000 oder so, aber ich denke mal hier im Spiel nicht. Guck mal, der Kran hebt den ohne Probleme. Muss ich den noch irgendwie entkoppeln? Ah, jetzt. Na, immerhin 34.000. So, was sagt die Liste? Wir sind schon bald durch mit der zweiten Liste. Cheetah, Rancher und FCR. Cheetah und Rancher. Okay, Rancher wird nicht so schwer. Wir fahren einfach nochmal dahin, wo wir gerade waren. Da waren ja viele von dem. Vielleicht finden wir auch unterwegs einen. Vielleicht finden wir einen Cheetah, zufällig. Die FCR, da müsste ich dann wirklich, also da müssen wir, glaube ich, wirklich dann dahin, wo ich weiß, dass es steht. Den Rest haben wir ja jetzt eigentlich so nebenbei gefunden. Autsch! So, fahren wir wieder zurück.
Holen uns den Ranger. Den können wir auch wieder über die Gleise dann zurückfahren. Das ist eigentlich ganz entspannt. Ich gucke natürlich trotzdem, ob ich einen sehe, zufällig. Bis jetzt aber nicht. Und ich glaube, die Polizeiversion darf ich nicht abliefern. Ist das einer? Nee, ne? Das war keiner. Ich würde ja trotzdem gerne mal gucken, wie das ist, wenn ich da einsteige, ob er mir sagt, dass ich den, aber ich glaube nicht. Wir versuchen es mal. Ach, Ranger ist der. Der ist gar nicht Ranger. Ranger. Ja und, kann ich den abliefern oder nicht? Was sagst du? Nix sagst du. Oder vielleicht heißt der Ranger und der Ranger. So, jetzt können wir gucken, weil der ist nämlich jetzt, das ist der, den ich eigentlich brauche. Das kann natürlich sein, dass der einfach nur ein bisschen anders heißt. Ja doch, Ranger war doch richtig. So, jetzt können wir den aber abliefern. Wir fahren einfach wieder über die Gleise, würde ich sagen. Das ging doch gerade super. So, habe ich irgendwie um seine Oma erleichtert. Die Gleise sind natürlich relativ langsam, wenn man da drauf fährt, weil das Auto da einfach ein bisschen abgebremst wird, aber im Endeffekt ist es doch ein relativ kurzer Weg dorthin, also ich finde das schon ganz okay so. Ah, hier an der Seite ist ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Ich darf ja nicht da runterfallen. Ist da überhaupt eine Begrenzung oder sowas? Nö, ne? Kein Zaun oder so. Naja, den haben wir auch gleich abgegeben und dann fehlt ja wirklich nur noch die FCR, ne? Nur noch das Motorrad und da fliegen wir, ne, und der Cheetah, genau, zwei. Und da fliegen wir dann einfach wieder rüber nach Las Venturas. Da steht nämlich ein Cheetah und da steht auch ein FCR, ne, FCR, das Motorrad 900. Boah, ich dachte gerade, ich schaff's noch, den zu schrotten. Wenn ich da jetzt schräg runtergefallen wäre und der wäre auf dem Kopf liegen geblieben. Eieiei, das war knapp. So, 39.000 für den. Und bald bin ich wieder tot. Jetzt Cheetah und FCR. Dafür würde ich sagen, müssen wir wirklich einfach zum Flughafen fliegen rüber nach Las Venturas. Da haben wir es am einfachsten. Als ob nicht jeder, der diese scheiß Lieferungsmission gemacht hat, sich jedes Mal das Motorrad geholt hat, nachdem er es abgegeben hat. Ja, da ist gerade ein Tanker vorbeigefahren. Na toll, jetzt fährt natürlich einer lang. Ist aber immer so. Wenn man es dann hat, dann fahren die Autos einem vor der Nase lang. Ich glaube, das ist auch so programmiert.
Überleg gerade, ist es kürzer, wenn ich so fliege oder wenn ich selber fliege? Ne, wir fliegen einfach selber. Geht am schnellsten. Also ich würde sagen, ja, jeder Auto, das ungefähr 2 Parts, kommt hin. So, diesmal starten wir aber nicht so hier geradeaus. Das mache ich nicht nochmal. So, wo müssen wir hin? Nach dort oben. Und zwar für die ZR... Für die ZR-Dingsbums müssen wir nach... Dort ungefähr. Falls ich mal irgendwann viel Geld habe und ein Privatjet, sag ich meinem, besorge ich mir auch einen Stuntpiloten und der soll da mit dem Ding Looplinks fliegen und so. Und schrauben. Da da dum, da 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 da. Down, down, down. Ich seh nix. So. Gucken wir mal. Shitcock Bastard Head. Shitcock Bastard Head, hat er gesagt. Damn, motherfucker. Hallo, Felser. So, wir wollen ein Motorrad. Sieht alles noch nicht so sehr motorradmäßig aus hier. Also Rampen ja, aber. Können ja auch einfach so random auf Motorräder aufsteigen, aber. Achtung, Fußgänger auf der Fahrbahn. Ne, das heißt dann immer Personen auf der Fahrbahn, sagen wir immer, ne? Mal gucken, das ist ein Motorrad. Das ist aber bestimmt nicht das, was ich brauche. Mal gucken. Ne, das ist ein BF400. Warum habt ihr denn keine FCR900, ihr Lappen? Du hast auch keine FCR900, oder? Das könnte es sein. Mal schauen. Ne, ist auch eine BF400. Hupt aber trotzdem rum. Falscher Alarm. Ist nicht das, was ich brauchte. Ach, das ist eine Mauer. Gar nicht gesehen. Tja, wo ist es? Das könnte es sein. Das sieht sehr gut aus. Ja, da haben wir die FCR 900. Wunderbar. So, dann muss ich nur gucken, wie ich von hier am schnellsten und einfachsten zurückkomme. Wahrscheinlich gar nicht. Wir fahren auf der geradeaus. Fahren dann, ja, wir fahren erstmal. Mit dem Motorrad sollte es ja relativ schnell gehen. So, fahren wir erstmal der Straße entlang. Kann aber ein bisschen dauern.
glaube, ich hätte abfahren müssen, ne? Ja, ich hätte abfahren müssen. Egal, egal, egal. Geht auch so. Ich bin anders gefahren, als ich eigentlich wollte, aber es geht auch so. Ja, gut. Dann schmeiß mal nämlich Motorräder ins Gesicht. Der Querverkehr hier ist höllisch, also. Boah, fast wäre ich ins Wasser gefahren gerade. Eieiei. Da hätte ich mich aber aufgeregt. Ja, komm, wir nehmen wieder die alternative Route. Das ging vorher doch immer so gut. Im Motorrad sollte es auch relativ schnell gehen auf den Gleisen. Ach gut, das Motorrad versackt in der Straße. Habt ihr das eben gesehen? So, wir sind fast da. Und dann fehlt nur noch Cheetah. Da haben wir die zweite, ist auch completo tutti completi. Und das auch wieder in zwei Parts. Finde ich super. Dann sind es, glaube ich, am Ende 95 Parts, ne? Wenn ich jetzt richtig rechne. Insgesamt mit allen Listen und 100%. 95 mal 20 Minuten. Ich kann es gerade nicht rechnen. So. 9600 nur für das Motorrad. Das ist ja nix. Gut, ist auch nur ein Motorrad, aber trotzdem ist auch ein tolles Motorrad. Ihr seht, ich springe schon nicht mehr, weil ich fast tot bin. So, und jetzt haben wir nur noch den Cheetah. Wir können jetzt nochmal kurz gucken, ob wir da, wo wir den vorhin einen gesehen haben, nochmal einen finden. Und wenn nicht, müssen wir auch da nach Las Venturas. Aber dann haben wir die zweite Liste komplett. So super. Dann nur noch eine und dann haben wir 100%. Geht das, Andreas? Ich wüsste uns auch nicht, wo man so ein Auto findet, weil das ist ziemlich selten. Aber wir schauen mal, weil wir hatten hier einen gesehen. Könnte ja sein, dass zufällig nochmal einer vorbeifährt. Wäre Hammer. Wäre Hammer. Aber auch zu schön, um wahr zu sein, insofern. Ah, guck mal, hier ist so ein Stafford. Den auch selten sieht man den auf der Straße. Noch einer, ja gut. So viel, ja und noch einer. So viel zur Theorie selten. Ich fahre mal hier ein bisschen durch die Gegend. Buffalos, alles sowas, aber kein Cheetah. Das wäre auch zu krass eigentlich. Wenn ich so ein Glück hätte, wäre zu krass. Ein Camper. Viele schöne Autos.
Viele teure Autos, aber nicht meins. Das könnte einer sein. Nee. Aus der Ferne sah es so ein bisschen aus. Ah, schade, aber ich will halt auch gerade nicht aufgeben, weil ich mir denke, komm, noch einmal eine Runde fahren, dann ist er da, aber ist die Chance so gering. Das wäre schon Hammer. Sorry. Naja, ich glaube mal, das Glück ist mir jetzt nicht mehr hold. Wir hatten ja auch Glück genug bei dieser zweiten Liste eigentlich. Oder nicht, ne? Wir hatten ja wirklich sehr viel Glück. Also, ich denke, wir müssen einfach nochmal nach Las Venturas. Das meinte ich eben, ne? Man kann suchen und Glück haben oder man sucht eben und findet keinen. Und dann ist man im Endeffekt doch schneller, wenn man direkt dahin fährt, wo die stehen. Schade. Wirklich schade. Vor allem, weil hier so viele Sportwagen rumfahren. Aber eben nicht meiner. Also ein letztes Mal fahre ich noch rüber und dann geht's ab nach Las Venturas. Vielleicht wenn wir ein bisschen Chaos machen. Vielleicht kommt er dann. Nee, aber ein Slam-Van fährt nochmal vorbei. Ich habe gesagt einmal noch, jetzt fahre ich immer noch hier rum. Also irgendwie, weil ich ihn hier gesehen habe, weißt du, jetzt kann es mich nicht, jetzt lässt es mich nicht los. Und auch Slam-Van wieder hier, aber nee. Nicht mein Auto. Da! Oh Gott. Tatsächlich. Es hat sich gelohnt, noch ein bisschen rumzufahren. Es gibt einen Gott. Danke. Wahrscheinlich habe ich jetzt trotzdem so lange gebraucht, wenn ich einfach kurz nach Las Venturas gefahren wäre. Aber es ist mir egal. Meine Methode war erfolgreich. Hammer. Und den jetzt nicht schrotten. Wehe, ich mache den jetzt kaputt. Dann hasse ich mich aber. So, den geben wir noch ab und dann sind wir fertig mit der zweiten Liste. Und die dritte, das sind dann die richtig seltenen Autos. Das wird schwierig. BF Injection, Super GT, Huntley, Banshee, Freeway, Kuror oder sowas. Irgendwas lese ich da. Also irgendwas Seltenes auf jeden Fall. Klar, einige davon kann man finden, einige davon sind aber wirklich schwer.
So. 204.000 kriegen wir jetzt schon, weil der Wagen ist teuer und wir kriegen 100.000 für die Liste. Oder 150.000, keine Ahnung. So, jedenfalls zweite Liste auch vollständig. So, jetzt gucken wir noch eben auf die letzte und dann gehen wir speichern. Blade, Freeway, Mesa, ZR350 kenne ich. So, Euros, Banshee, Super GT, Journey, Huntley, BF Injection. Teilweise seltener dabei, teilweise kennt man sie aber. Wir gehen speichern und beim nächsten Mal gehen wir dann ins Finale. Die letzten beiden Parts wahrscheinlich von meinem GTA San Andreas Let's Play. Und alles ohne Cheats. Ich bin stolz auf mich. So muss ein echter Zocker das machen. Ohne Cheats. Bis zum bitteren Ende. Man kann auch gar keine 100% kriegen, wenn man cheatet. Also wenn man cheatet, dann kann man zwar alles machen, glaube ich, aber dann ist trotzdem keine 100%, weil das wäre ja asozial. Wenn das ginge. Cheater an die Wand! Wir haben euch längst erkannt. Und gebannt. Jan Hegenberg, oder wie der heißt der nochmal? Diese WoW-Lieder, die Horde rennt, das kennt jeder, glaube ich. Die Horde rennt, kennt jeder. Auch alle Nicht-WoW-Spieler kennen die Horde rennt. Muss man kennen. So, wir speichern. Schauen in die Statistik und sehen 99,47. Denn ein Abschnitt bringt 0,53%. Egal, ob du ein Rennen fährst, eine Mission machst, eine Taxi-Mission beendest oder eben ein Auto abgibst, alles bringt 0,53% und am Ende hast du dann 100%, wenn du alles hast. Und beim nächsten Mal, meine Freunde, gehen wir auf die 100%. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid beim nächsten Mal. Euer Walle, bye bye.